seiner künstlerischen Freiheit zu sehr beschnitten. Da mir diese überaus wichtig ist, reagierte ich nun entsprechend, um wieder mehr Freiheit zu gewinnen und startete mein eigenes kleines Webradio. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Ab sofort zählt das Radio Höre auf das Titel mit der Abkürzung HOT zum aufsteigenden HOT Entertainment. Wer sich mit meinen Arbeiten noch näher auseinandersetzen möchte, kann dies gerne dort tun. Derzeit ist der Sender noch klein und benötigt einige weitere Betreuung. Doch ich bin überzeugt, dass hier in schnellstmöglicher Zeit etwas Gutes entstehen und wachsen kann. Material habe ich genug da, sowohl selbst produziert wie auch von anderen. Wer mit diesem zusätzlichen Angebot ein Problem haben sollte, kann mir gerne mal den Buckel runterrutschen. Dann sage ich, fahr da mit dem chinesischen Bock runter. Es wäre noch vieles zu sagen, aber...